Mittagspause. Das war ganz wild. Oh, was hast du denn jetzt vor? Das wirst du gleich sehen. Ich will so böses Mädchen, wie das Mädchen spielen. Du wirst schon sehen, was ich gleich spiele. Das gefällt mir. Aha. Das klingt nach einer Lohnerhöhung. Ja. Ja, Julia, mach weiter. Ups. Julia, was ups? Mach bitte weiter, hallo, mein kleiner Hans will auch weitermachen, hallo? So ein scheißdreckiges Arschloch. Ja, okay, Dirty Talk, warum nicht, komm. Geil. Du hast echt geglaubt, ich krieg's nicht raus, oder? Was, was rauskriegen? Hast du ernsthaft gedacht, dass ich nicht irgendwann check, dass du verheiratet bist? Oh, fuck. Julia, mach mich los, ich erklär dir das. Ich dachte, du wusstest das. Währenddessen bei André zu Hause. Wo bleibt denn der Papa? Oh, keine Angst, Moritz, der kommt gleich, okay? Dann können wir schon mal ein Lied singen, oder? Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dem Geburtstagskind. Mensch. Versprochen, der Papa kommt gleich, ganz sicher. Der hat sich nur verspätet. Ich dachte, du wusstest das, dass ich Frau und Kind habe. Ein Kind hast du auch noch? Was bist denn du eigentlich für ein Scheißdrecksack? Julia, ich dachte, du wusstest das. Sorry, ich würde dich doch niemals anlügen. Jetzt mach mich los. Und warum trägst du dann keinen Ehering? Oh, weil das Scheißding mich nervt. Ich habe zugenommen oder so. Der liegt zu Hause in meinem Schrank. Bitte, mach mich los. Und hey, wir wollten noch eine Nummer schieben. Wir mit als Pause. Komm. Ja, ja. Das glaubst auch nur du. Dich erst so dreckig belügen und dann noch schön zum heimkommen? Julia, komm schon. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich lass dich jetzt hier liegen. Was? Was soll das? Was ziehst du für eine Nummer ab? Wenn ich Feierabend hab, dann komme ich wieder vorbei. Du hast genug Zeit, drüber nachzudenken, für wen du dich entscheiden willst. Was ist das für eine kranke Nummer? Julia, mach mich jetzt los hier. Du kannst mich doch nicht den ganzen Tag hier angekettet. Julia, ich muss los. Es ist verständlich, dass Julia sauer ist, weil André ein falsches Spiel mit ihr spielt. Aber deshalb darf sie ihn noch lange nicht ans Bett fesseln und gegen seinen Willen festhalten. Sie hätte ihn einfach zur Rede stellen und gegebenenfalls die Beziehung beenden sollen. Ich dachte, du meinst das ernst, ey. Jetzt mach mich los. Jetzt mach mich los hier, ey. Fuck. Ich hab doch gesagt, ich bin immer wieder für eine Überraschung gut. Ja, was wird das jetzt? Julia, was machst du da? Julia, mach dich. Julia! Julia! Julia hat sich mit dieser Aktion definitiv strafbar gemacht. Sie hat André gegen dessen Willen an ihr Bett gefesselt. Das ist Freiheitsberaubung. Wenn André die Polizei einschaltet, dann gibt es auf jeden Fall ein Strafverfahren gegen Julia. Auf so etwas steht Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Kurze Zeit später in Andrés Blumenladen. Wo bleibt André? Weißt du, wo er steckt? Seine Frau hat schon zigmal, tausendmal versucht, hier ein Büro zu erreichen. Das ist also sein wichtiger Termin. Pff. Du weißt doch, wo er ist in der Mittagspause. Vorher seid ihr doch zu dir gegangen. Hast du etwa in der Mittagspause so richtig durchgepoppt? Ich weiß nicht, dass er jetzt immer fähig ist, zur Arbeit zu kommen. Jetzt sag mal. Jo, also zur Arbeit kommt er heute definitiv nicht mehr. Ich glaube, der werte Herr braucht mal ein bisschen Zeit, um nachzudenken. Am Nachmittag. Julia will nicht länger Andrés Affäre sein. Er soll sich endlich von seiner Ehefrau trennen. Na, schön amüsiert heute. Ich mach dir jetzt mal einen Vorschlag. Ich mach dir jetzt mal deinen Schal ab. Und dann reden wir zweimal ganz ausführlich. Mhm. Wenn du schreist, legst du die ganze Nacht hier. Also überleg dir, was du machst. Mhm. So. Julia, sorry. Ich hätte dir das sagen sollen mit Wiebke und Moritz. Mhm, ja. Aber es lief so gut zwischen uns und ich wollte dich nicht verletzen. Ja, also ich denke, mir von deiner Ehe zu erzählen, wäre durchaus mal ein Anfang gewesen. Ach, ich weiß. Mach mich los und wir können ruhig darüber reden. Ich habe mich entschieden. Dann hoffen wir mal, dass du dich richtig entschieden hast.
Was für eine dumme Aktion war das? Sitzt dein Tampon quer oder was? André, mich den ganzen Tag hier anzuketten. Bist du gestört? Mein kleiner Sohn hat heute Geburtstag. Er wird 2. Sein Vater ist nicht da. Hä? Mann, André, was ist mit deinem Sohn? Ich sag's dir, wenn ich das gewusst hätte, das tut mir wirklich leid. Leck mich. Ein Scheiß tut dir leid. Mann, André, ich dachte, wir lieben uns. Lieben? Wir uns lieben? Wie kann ich eine lieben, die mich den ganzen Tag am Bett ankettet? Aber du... Hör zu. Ich gehe jetzt zu meiner Frau und bete, Mädchen, bete, dass sie die Geschichte glaubt, die ich hier auftaschen muss. Ansonsten bist du nicht nur deinen Job los. Ich hoffe, das ist dir bewusst. André. Lass mich in Ruhe. Bleib hier, André. Lass mich in Ruhe. Bleib doch hier. Scheiße. Mann. 30 Minuten später. Wiebke ahnt nicht im Geringsten, was ihr untreuer Ehemann hinter ihrem Rücken treibt. Boah, nee, wo kommst du jetzt her? Sorry. Weißt du was? Ich will gar nichts hören. Kommst du mir eh wieder mit irgendeiner dummen Ausrede? Tisch mir eh wieder irgendwas auf. Ich tisch dir gar nichts auf. Du bist so ein Arschloch. Du weißt schon, Moritz, dein Sohn, den kennst du noch, oder? Der hat heute Geburtstag. Ich weiß. Das weißt du. Ja, lass mich bitte durch, ich will ihm gratulieren. Dein Sohn ist nicht da. Was? Wo ist er? Ich habe ihn zu meiner Mutter gebracht. Nein, nicht zu dir. Und der schläft da jetzt auch. Sein Theater gar nicht mitbekommen. Ich mach kein Theater. Was für Theater? Ich verstehe dich nicht. Warum machst du das? Ich mach nichts. Setz alles aufs Spiel. Ich habe nichts gemacht, Wiebke. Komm mal runter, Wiebke. Nein! Raus mit dir. Was? Raus mit dir. Was willst du? Ich hab deine Sachen schon gepackt und die fliegen ungefähr so in 2 Minuten vorm Balkon. Bist du komplett wahnsinnig? Kannst du draußen auf... Was? Wiebke! Tschüss! Arschloch. Mann, Wiebke! Eine Stunde später. Kumpel Timo ist Andres letzte Rettung. Doch der Ehebrecher hatte sich alles anders vorgestellt. Und gell, sorry nochmal, dass es jetzt nur das Zelt geworden ist. Aber mehr war diesmal echt nicht drin. Wenn du ein richtig guter Bro wärst, könnte ich bei dir pennen. Du musst hier nicht im Urwald schlafen. Hey, ich lass dich ja echt nicht hängen. Aber meine Schwieger-Uschi, die pennt gerade bei uns im Gästezimmer. Und ist auch egal. Ich hab eine Idee. Ich werde Wiebke ein Foto schicken, wie ich da ganz alleine wie ein räudiger Hund in seiner Hundehütte schlafe. Das kommt immer gut bei den Ladies, weißt du? Und Julia schicke ich auch so ein Ding und du wirst sehen, zack, habe ich wieder einen Schlafplatz. Mach mal ein Foto. Okay. Geil. Jetzt pass auf. Mein rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir die Wiebke herbei und abschicken. Mal schauen, was sie antwortet. Das zieht garantiert, sag ich dir. Ich hab keinen Bock, hier draußen zu pennen. Schau dir das mal an. Du kannst ja nicht mal aufbauen. Oh, eine Antwort. Das ging schnell. Fuck, okay. Ich soll hier draußen schlafen. Ist ihr egal. Es war so klar, dass die Alte rumzickt. Mein rechter Platz ist frei. Da wünsche ich mir die Julia herbei. Du kannst doch nicht an beide Mädels die gleiche SMS schreiben. Warum denn nicht? Ist ja voll eiskalt und berechnend. Digga, nicht? Ich brauche einen Schlafplatz für heute Abend. Siehst du, die Weiber sind einfach strunzdoof. Sie hat geantwortet, sie freut sich, wenn ich komme und in ihr warmes, kuscheliges Bett springe. Hä? 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 Geil, oder? Digga, ich muss los. Nicht, dass sie sich das nochmal anders überlegt, verstehst du? Baust du das Zelt ab? Ich brauche es ja nicht mehr. Und viel Glück mit deiner Schwiegeruschi. Ja, danke schön. Ja, viel Spaß. Ja, ciao. Super. André geht es nur um sich. Die Gefühle anderer Menschen interessieren ihn nicht. Dass er durch sein Verhalten Julia massiv schadet, kommt ihm überhaupt nicht in den Sinn. Schade, dass sie ihn noch nicht durchschaut und das miese Spiel im Moment noch mitspielt.